alle sehr aufgeregt. Ja? Freudige Erwartung, ja. Ja, schön. Ganz toll. Schön. Alle Gäste sind gut drauf, haben Spaß. Ich freue mich sehr, weil hier der Weg das Ziel ist. Wir haben letztes Jahr so eine Liste gemacht und gesagt, wo wollen wir überall noch hinfahren? Wir sind 52 gewesen, haben 27 Ziele gehabt. Dann haben wir gesagt, oh, jetzt müssen wir mal langsam mal loslegen, wann wir was abarbeiten. Ich habe als Jugendliche viel Agatha Christie gelesen und seitdem ich gerade einmal mit dem Zug fahren. Ja. Und möglichst nicht ermordet werden. Und möglichst nicht ermordet werden. Wir dürfen Sie ganz herzlich an Bord dieses legendären Zugs begrüßen, freuen uns, dass Sie diese Reise mit uns unternehmen. Auf die Idee gekommen, weil wir den 25. Hochzeitstag haben und da meinte er dann im Oktober, was hältst du denn davon? Dann habe ich erst gesagt, nee, das ist mir zu teuer. Aber dann haben wir uns entschlossen und wir bereuen es überhaupt nicht. Einfach nur den Zug anzusehen ist schon sowas von schön. Ja. 140 sind angestrebt, aber bei 16 Wagen dauert das eh die alte Dame hier, viel mehr geht nicht. Naja, ist eben mal was anderes, mit dem Orient Express zu fahren. Wagen von 1920, die Lok ist auch schon 50 Jahre alt. Das ist mal eine besondere Fahrt, so was macht man nicht alltäglich. Also das ist schon eine feine Sache. Den Orient Express. Klar, warten wir ja alle drauf. Ne? Ja, die Herrschaften wollen. Wenn das ist ja eine Sensation, wenn der Zug mal kommt. Die Eleganz des Reisens in diesem Zug, was man sich nicht leisten kann, aber eben halt mal zu sehen. Das ist Geschichte. Das ist kein Zug, das ist Geschichte. Wenn man die Geschichte spüren kann, ist doch schön. Natürlich ein einmaliges Erlebnis. Ja. Ach so, Sie haben im Radio gehört, dass der Orient das erste Mal, dass er hier in Hannover hält. Und das kann man sicher nicht entgehen lassen. Das passt jetzt eigentlich sehr gut und das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Das ist ein richtiges Erlebnis gewesen jetzt. Wäre schon ein Traum, damit fahren zu können. Ja.
dass Sie auch selten dieses zauberhafte grüne Schleifchen tragen. Das trage ich diesmal das zweite Mal, richtig. So. Das zweite Mal erst, ja. Dann, ja. Aber ich habe so einen Hang für ausgefallene Dinge manchmal, die man so trägt auch. Mal gucken, werden Sie vielleicht noch sehen hier in den nächsten Tagen. Wir haben noch keinen gefunden, der die Rolle des Hercule Poirot übernimmt. Wir gucken mal. Vielleicht finden wir ihn ja noch. Eine Leiche brauchen wir noch. Leiche brauchen wir auch noch, ja. Ich bin Arzt. Ja, also ich bin aber nur Knochenarzt. Also eine Leiche können Sie nicht finden, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten und ich denke, wir haben den Kreis auch schon eingegrenzt, wer in Frage kommt. Ja. Mehr wollen wir dazu noch nicht sagen. Richtiger Stahl, noch schwere, massive Trägestelle. Da quält man sich den Nerven. Ja, da quält wir nicht, aber die Lok. Die Lok quält sich. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Wäre übertrieben, aber das war auch nicht die Erwartung, dass das man jetzt hier gut schläft. Sie leiden ein bisschen ohne Rauchersalon. Ja, nein, ja, das, ich finde es passend. Das, das ist immer gemütlich bei Rauchern. Guten Morgen. Darjeeling Tea? Ja, bitte. Für mich? Coffee? Coffee? Das ja. Dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Okay. Schön. Ah, Milch habe ich schon gesehen. Sehr schön. Yes. Enjoy breakfast. Thank you very much. You're welcome. Na, guck mal, was hast du hier? Ja, guck mal, hier läuft Käse, Butter, alles da. Good morning. Very good morning. Thank you. And may I pour the coffee for you? Yes, please. Perfect. Absolut dran gewöhnen, nicht? Ja, ich habe auch, um ehrlich zu sein, mal bei den tollen Geschirr geguckt. Also das ist alles, ja, das macht man so als Kollege, glaube ich. Das ist so eine Krankheit, ja. Und haben Sie gut geschlafen? Wenn ich dann geschlafen habe, habe ich gut geschlafen, ja. Das Camping auf sehr hohem Niveau. Ja, ein teurer Campingplatz. Ja gut, aber dafür ist ja auch, der Platz ist begrenzt. Alles, was begrenzt ist, wird teuer, ne? Das ist ja über das Gleiche, ne? Stimmt. Wo ganz in Orange steht ihn ausgezeichnet. Mensch, wann haben Sie sich heute Morgen dieses angehübscht, Mensch? Zwischen dem Earl Grey und dem Croissant-Stückchen. War ganz einfach. Ja, auf so einer Zeitreise ist man ja auch entsprechend gekleidet sein. Macht aber Spaß. Los. Muss ja sein. Thank you.
dann einen Tee? Ich glaube, das kann ich jetzt brauchen. There we go. Danke. Enjoy. If you like any more. Is the door? Yes. Bye bye. Bye bye. Donnerstagabend. Haben Sie Angst, dass da jetzt alles runter und drüber geht? Nein. Wir sind sehr diszipliniert hier. Aber voller Lebensfreude. Am Dienstag fliegen wir wieder, ja. Geht es dann gleich wieder mit der Arbeit? Ja, am Mittwoch. Ja. Nee. Ja. Doch, ja. Mundkiefer-Gesichtschirurg bin ich. Sie sind Mundkiefer-Gesichtschirurg? Ja. Am Mittwoch haben Sie wieder jemanden in der Mangel? So ist es, ja. Wir wollen da gar nicht dran denken. Andere machen längere Zeit Urlaub und das ist dann vielleicht viel billiger als das kurze. Da kann man immer darüber reden, ob sich das lohnt. Aber was lohnt, das entscheiden wir ja selber. Man hat sich ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Also ich habe, man liest ja keine Zeitung, Handy ist dann auch raus, man braucht das alles auch gar nicht. Und das war wirklich sehr schön. Es gibt keine.